Also, vielfachen Wunsch, das mich richtig freut. Also ich finde, es war ein wunderbarer Abend. Der ist noch nicht vorbei. Und es reimt sich, ich erzähle jetzt noch drei. Also in Berlin zu spielen, war für jede Band damals der Hammer einfach. Aber es war schwer, weil wegen der Kosten war es immer gut, wenn du drei Gigs hast. Und wir haben damals im Big Eden gespielt. Das war so richtig ein Innenschuppen, so ähnlich wie das Backstage. Bloß größer und drunter. Und da haben die ganzen Bands damals gespielt. Und da haben wir zwei Gigs gehabt. Da haben wir uns dann einmal getroffen mit Tonsteine, Scherben und diskutiert und so weiter. Und da haben wir noch einen dritten Gig gehabt im Eden Saloon. Und der war, da haben wir noch mehr höhere Gage gehabt wie bei den beiden im Big Eden. Und da habe ich den Rio Reiser gefragt und habe gesagt, sag mal, was ist denn der Eden Saloon für ein Club? Da hat er gesagt, er hat gelacht, er hat es mir nicht gesagt, er hat bloß gesagt, der Wahnsinn. Und ich habe gesagt, na, was ist denn das für ein, ihr werdet sehen, das ist der absolute Wahnsinn. Wir haben gedacht, na ja, dann fahren wir halt da hin. Und da sind wir hingefahren, es war eine riesen Villa in Grünewald. Und wir sind halt da so Nachmittag um 6 oder so, um 11 sollten wir anfangen. Da sind wir halt um 6 Uhr dort gewesen mit unserem Bandbus. Und auf der Auffahrt Porsche, Rolls-Royce, Bentley, Jaguar. Unser Bandbus war richtig ein Fremdkörper. Naja, und da sind wir da reinmarschiert und nette Herren mit Mini-Play, offenem Hemd, braun gebrannt, Goldkettler, wunderbare Mädels, gleich Prosecco und so toll und so weiter. Da habe ich schon gedacht, was ist denn das für ein Laden heute? Da sind wir reinkommen, eine ganz kleine Bühne, ungefähr so groß wie die, irgendwo im Eck, vor der Bühne ein riesen Swimmingpool und ganz außenrum eine Bar. Naja, und alle waren total nett zu uns, freundlich. Toll, ihr seid die Band, wir freuen uns, dass ihr da seid und so weiter. Und dann, dann ging es los irgendwie. Ich meine, wir hatten ja damals sehr nachdenkliche Texte, so Toter Soldat oder Weißer Schnee, Schwarze Nacht und so weiter und so fort. Das habe ich allein mit der Gitarre gespielt. Ja, wartet, vor 11 braucht er nicht anfangen und so. Naja, und wir haben dann halt ein bisschen Sekt mitgetrunken, die Mädels waren alle nett zu uns, haben sich immer weiter entkleidet irgendwie. Irgendwann waren sie alle im Bikini. War der Hammer, da waren Geschosse dabei. Hallo. Die haben alle mehr Holz vor der Hütte gehabt wie die ganzen Topmodels von der Klump zusammen. Irgendwie. Naja, und dann haben wir angefangen zu spielen. Irgendwie, und es war. Also es lag auf der Hand, dass wir absolut fehl am Platz waren. Die hätten eine Band braucht, die den ganzen Abend Baby Balla Balla spielt. Und wir spielen da halt unsere nachdenklichen Songs. Mittlerweile waren die Mädels im Pool, haben geplanscht und gequietscht. Und wir haben unsere nachdenklichen Songs gespielt. Aber das war noch nicht alles. Irgendwann fielen dann die Oberteile von den Mädels. Das habe ich noch nachdenklicher gemacht. Und wir spielten nach wie vor unsere nachdenklichen Songs. Das Gequietsche wurde immer lauter. Irgendwie war da noch Koks, was ich gesehen habe, im Umlauf. Und da spielen wir halt, wie gesagt, unsere nachdenklichen Songs. Und was soll ich sagen? Genau das war's. Wir waren ja damals 23, 24, so junge Männer, richtig im Testosteronspiegel. Und ich konnte meinen Blick nicht mehr von diesen Titten abwenden.
nasse Riesentitten mit Gekreisch und die planschten da rum. Und die Titten wurden für mich immer größer. Und neben mir auf der Bühne steht mein Kollege und singt den beliebten Song von ihren Kindern, der da heißt Leere Hände. Also ein absolutes Highlight für uns, das war uns damals allerdings nicht so bewusst. Da gab es im ZDF eine Sendung, die hieß Wünsch dir was. Also nicht